Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Skyrim mit Castcrafter. Hallo, guten Tag. Und ihr müsst unbedingt seine Folge heute gucken, weil er macht irgendwas mit dem Draconic Evolution Reaktor, glaube ich. Oh, oh. Ist das so? Ist er explodiert, 1000 Blöcke weiter weg? Lebt er noch, wie viel Energie produziert er? Ich guck nach. Nein, Quatsch. So, letztes Mal haben wir ja das Ding hier gebaut, beziehungsweise nicht gemacht, sondern davor eigentlich die Folge. Letztes Mal haben wir den Advanced Dislocator gemacht. Und wir dachten, der Generator könnte alle Maschinen da drin versorgen. Und das funktioniert leider nicht. Macht er nicht. Nee, leider nicht. Wie heißt das nochmal? Eine Maschine, die sich selbst versorgt? Da gibt es extra so einen Namen. Nee, das darfst du aussprechen. Ich wollte es geschrieben haben. Von den Usern. Ja, vielleicht wissen die das nicht. Okay. Ich dachte, du wolltest, dass ich das jetzt ausspreche und mich blamiere, damit du das nicht machen musst. Nee, können die Leute reinschreiben. Wäre cool, wenn ihr quasi das rein. Also es gibt einen speziellen Namen für Maschinen, die sich quasi selbst versorgen. weil das geht eigentlich gar nicht, theoretisch. So, also brauchen wir quasi Strom für die linke Seite, damit der rechte Generator genug Strom hat. Obwohl, den müssen wir noch ankapseln hier, ne? Oh oh. So. Der muss ja mit dran. So, also wir brauchen Maschinen, die das versorgen, damit der läuft. Und ich dachte mir, ähnlich wie in After Humans, machen wir den Thermalgenerator. Nach Humansen? Ja, nach Juwansen. mit Packed Ice und, wie hieß das andere mal? Plutonium. Plutonium? Blöcke davon? Plutoniumblöcke? Ja, genau. Can you make it? I can make it. Now? 1000 reicht? Oh Mist, wir brauchen Konstantan. Oh, haben wir kein Konstantan-Seed? Haben wir Konstantan-Seed? Oh nein, da bin ich. What the fuck? Warum nicht? Oh, das ist aber schade. Wie macht man Konstantan? Konstantan. Ah, hier. Du musst konstant. Copper und Nickel Grid. Ja, genau. Konstant und. Ja, weißt du, was das heißt, Heiko? Was? Maschine nicht Konstantan zieht. Warte, ich mach mal ganz kurz, Konstantan. Nickel now. Das kriegst du ja wohl hin, ne? Ja klar, da krieg ich auf jeden Fall hin, warte. Oh, hast du nicht gesehen, wie viel Crystal Oil wir mittlerweile haben? Achso, ne, habe ich gar nicht reingeguckt. Ein bisschen, was sagst du? So, was schätzt du? Schätz mal, komm, schätz mal. 115.000. Okay. Sind 1,7 Millionen. Ach du Scheiße! Wir werden nie mehr was brauchen, mein Freund. Und 140 Millionen Lava und 344 Millionen Wasser. Oh, nice. Hört sich an, als ob wir da nie mehr was brauchen von. Ja, das stimmt. So. That's pretty nice. Und by the way, das neue Projekt, das wir quasi gerade am Maken sind, wird natürlich das hier irgendwo ablösen. Allerdings hat das noch ein bisschen Zeit, also ihr werdet uns nicht los. Wir würden hier ganz gerne noch die Dschungelinsel bauen und ein paar Wither killen, wie ich gerade gesehen habe. Töten wir immer noch Wither? Wie lange machen wir das denn? Immer, damit der Rainbow Generator läuft. Rainbow Guck mal, der läuft immer, oh, Peter. Ich habe es geschafft, ihn komplett zu automatisieren, dass er immer läuft. Nice. Immer. Hat irgendwas jetzt falsch gemacht, glaube ich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal gucken. Konstantan. Ich wusste ja nicht, dass das Konstantan braucht. Da. Ist neu. Ach, Crafting, Alter. Och. Bin ich stumm. Jetzt packen wir das da rein. Nee, packen wir hier rein. Da rein. Bestell schon mal die anderen Sachen, ne? Ja, genau. Ich fummel hier noch mir einen heißen, warte. Na, jetzt geht. Jetzt funktioniert's, Alter. Ja, vier. So, brät aber ganz schön lange, so ein Konstantan. Erinnert mich immer an Konstantin. Kommt auch davon. Ja? Hat der erfunden? Ja, weil der Mod-Entwickler so heißt. Nein, das ist Quatsch. Laber kein Scheiß. Nein. Kommt von Thermal Expansion. Einer von den Mod-Entwicklern heißt Konstantin. Echt? Mhm. Laber kein Scheiß. Deswegen gibt's das auch. Hallo? Warum weißt du, dass das Quatsch war? Hey! Was ist da los? Achte mal drauf, wir haben jetzt Konstantan Seed. Den packen wir mal hinten in so eine Glotsch. Leute, ich bin im. Kannst gleich einen neuen Punkt da hinten machen bei der Pagode. Oh, ich hoffe, jetzt stürzt der Server nicht ab, weil ich in der Nähe von einem gewissen Mann bin. I have no Erde! Then get into the system and take it out. Okay, I do it now. Oh lol, wir haben ja richtig viel krass Verbindung. Now. Okay, warte. Boah, das ist so krass, ey. Jetzt haben wir hier Seeds drin, Alter. Jetzt geht's ab. Konstantan läuft. Müssen wir natürlich direkt nochmal, wie heißt das? Oh, oh. Warte, Autocrafting? Wush. Ich muss natürlich ein Crafter-Tier, was weiß ich, was noch benutzen.
Oh, falscher Knopf. Oh, scheiße. Ach, Alarm. Alarm, da bin ich wieder. Also, pass auf. Zack. Konstantin zieht. Konstant. Oh, erst 2, Heiko. Erst 3. Also, wir haben fast 6000 Supreme Missions, Peter. Ja, ich weiß. Ah. Stellenweise ist das auch von den Withern, ne? Ja, yeah, fast alles nur davon. Sind wir, ich habe jetzt mal eingestellt, dass wir Super Medium, also die lilane, aus der roten craften und nicht immer alles komplett hochcraften von unten. Oh, das ist gut. Das heißt, wir craften von oben nach unten, was viel effizienter ist eigentlich, ne? Sofern man genug oben hat. Genau. So, Leute, noch einmal kurz warten. Ja, genau, es kommen 3. Wollen wir mich verarschen oder was? Oder hast du mal eben angeheizt da hinten? Da kam wirklich gerade mehr. Ja. Ach, hast du einen Zauberstab drauf gehalten? Ja, ich wusste aber nicht, dass das geht. Geht auch nicht. Ey, die Crafter sind alle voll, Heiko. Och, Mano. Holy shit, man. Holy shit. Ja, deswegen, wir müssen mal da drüben upgraden. Weißt du, oben, Autocrafting, 2. Etage, wo der Kack-Server drin steht, den wir nie benutzen. Ah, stimmt. Sorry, eigentlich. Das war ein bisschen toxic. Hast du noch einen? Hi. Wen? Hat du noch Crafter Tier 3? Können wir bestellen, ne? Crafter Tier 3. Hier, da. Ja, stell den mal da drauf. So. Zack. Ja, dann verlinke ihn bitte. Ich hole einen Importer. Jetzt guck ja nach oben, Peter. Ja, weiß ich. Das ist nicht so gut, ne? Oh. Hast du falsch gedrückt? Mach nochmal ab. Ich weiß auch nicht, ob der dann geht. So, warte. Mach nochmal hin. Ja. Oh, das warte. Ist jetzt mach nochmal ab und klick gegen den Importer. Dann geht das ab. Aber jetzt. Oh. Jetzt leckt's. Es leckt. Oh nein! Weil ich den Importer drin gemacht habe. Gebaut. Nein! Was tust du denn? Alles gut! Nein! Es kommt einfach nicht mehr. Oh, ich komm nicht mehr raus. Hilfe, was soll ich denn jetzt machen? Kannst du aber Schutz haben, alles so klar. Oh. Mano. Oh, geht wieder. Oh, geht wieder. Alles gut. Okay, mach den nochmal ab. Voll die Panik am Schieben. Wo sind die denn? Oh, dann hätte ich das ja gar nicht bauen müssen, ey. In der Zeit sind da genug Konstantanen gekommen. Ja, mach den mal da dran jetzt. Ja. So. Konstantan. Kommt da kein Konstantan rein? Wie, warum? Ich hab gesagt. Konstantan in there. Konstant. Wir haben schon 12. Oh, du hast die Seeds nicht einsortiert. Bist du wahnsinnig? Are you crazy? Are you out of your mind? Was für Seeds? Ja, ach so. Auf unserem Gebiet. Halt die Fresse. Ah, ich weiß auch, warum er nicht craftet. Da fehlt noch Strom. Hast du den verlinkt? Natürlich habe ich den verlinkt. Der hat auch Strom. Guck doch mal. Aber warum exportet der nicht? I don't know. Importer. Items type. Yes. Yes, man. Ach ne, warte mal. Ist ja falsch. Warum? Warum machst du denn da einen Importer dran? Da muss ja ein... Ist der dumm. Ah, ich merk schon, ey. Warte, wir müssen doch den hier noch wegkloppen. Da muss noch ein Importer, ein Exporter rein. Das ist aber hässlich, ne? Ja, wir bauen das nachher nochmal um. Wir bauen es nach oben halt durch, wie du es ganz gerne hättest. Achtung, lag incoming now. Oh nein. Geht. Macht was. Funktioniert. Ja, sehr schön, Peter. Komm doch hinterher, da geht's, ne? System, Alter, System. So, guck mal, jetzt hast du ein bisschen Konstantan, ne? Jetzt können wir Thermalgeneratoren bauen. Also, warte mal, ich hätte ganz gerne das Rezept von Konstantin hier drin. Engineer's Hammer und Konstantin-Platte. Engineer's Hammer, Konstantin. So, I need now a Crafter, der noch leer ist hier unten. Also wir haben so ein krasses Autocrafting-System, das ist echt schon wood gut. Meinst du, wie krasser das noch wird, wenn man das upgradet? Ja, stimmt. Also wenn man auch überall Speed-Upgrades drin hat, haben wir momentan nicht. Am besten hätte man noch gerne so einen, der da alles einbaut. Guck mal, Copper-Coil-Block können wir machen. Das heißt, wir können das ganze Ding jetzt bestellen. Bestellos. Gehe ich nochmal nach unten. Hey, hätte mir auch früher einfallen müssen, ne? Aber ist mir leider nicht eingefallen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Das ist schon okay, ne? So. So, ich komme mal wieder hoch. Ja? Also jetzt ist auch die Frage, wie viel wir brauchen effektiv da hinten von diesen Thermalgeneratoren. Ich mache jetzt mal... Kann ich die eigentlich in einem Block aufbauen? Ja. Also ich habe da eine echt gute Variante. Warte, 9, dann hätten wir 3 Etagen hoch. Ne, gar nicht, hätten wir viel zu wenig. 12 hätten wir 3 Etagen hoch. Alarmchen. Ich mach mal 16. Sind 4 Blöcke hoch. 16, 32.
Ich meine, klar, wir könnten natürlich auch drüben die anderen Sachen anschließen, also so haben wir zumindest alles schon mal irgendwo gebaut. Oh, nein, was denn? Wir haben zu wenig konstant an Ingots. Kannst du das Ding nochmal hinten schrubben? Ja. Stimmt. Ja, warte. Jeden Moment jetzt. Ja, gleich. Wir haben gerade 56, sehe ich gerade. Also jetzt kam gerade mehr an. Ja, ja, okay, ja, sehr jetzt, gut. Jetzt wird geschrubbt. Jetzt wird, oh, sehr gut, sehr gut. Schrubb mal richtig hart durch. Gibt das was, oder wie? Ich guck gerade. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das sieht zumindest nicht danach aus. Aber gerade sah es aus, ob mehr kommt. Oder ist halt so Zufall, ne? Okay, Heiko, lass. Ist nicht okay. So. Jetzt kamen wieder ein paar Dinger dazu. Dann machen wir erstmal nur einen Turm. Machen wir erstmal nur 16. Dafür reicht es. Vielleicht ist er, bis wir damit fertig sind, mehr gewachsen. Oh, warte mal, genau, dann können wir ja vorbauen, ne? Oder wir können einfach in der Zeit mehr Konstantanzis anbauen. Nee, pass auf. Hui! Oh, was ist denn hier drin? Packed Ice und Plutonium? Plutonium Blocks Reactor. Oh, die sehen echt anders aus als bei. Hier muss natürlich auch noch ein kleines Häuschen hin, wo das drin ist, als Beispiel. Ja. Und, Häuschen, wo... Ach, fällt mir auch gerade ein, bis wir hier fertig sind, ist ja alles schon fertig gewachsen immer. Ja, Glowstone. Ich glaube, da wird auch eine 5-Folgen-Folge. Okay, das ist ja doof. War jetzt 5 Folgen lang? So ein Zimmergenerator. Hör auf zu lachen. Was muss er nur machen? Ich habe heute in meiner Folge extra genau das Gegenteil gemacht. 5 Folgen in eine gepackt. Nein, so geht das aber nicht, Heiko. Du bist doof. Ich weiß, habe ich auch gesagt in der Folge. So macht man das heute nicht. Man feiert die einzelnen Items richtig hart ab. Ja. Ja, wirklich. Eine Folge Computercraft, eine Folge Raptor, eine Folge Flux Network. Ja, genau, 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 Heiko, du hast es. Bumm. Okay, nehmen wir mal auf. Bist du bereit? Ja, 3 zu 1, los geht's. Gut, dann. Nein. Übrigens kann es sein, dass wir am Sonntag zusammen streamen aus meinem Keller raus. Das heißt, Heiko hat mal cooles Internet. Theoretisch kannst du auch auf deinem Kanal dann streamen, ne? Alter, warum? Das ist bestimmt lustig mal. Guck mal, ob mein Leitung halt kann. Einfach nur zum Gucken. Dann brauche ich aber einen zweiten PC. Ist ja alles hier. Ach lol. Ja, stimmt, das könnten wir wirklich machen. Das können wir echt mal ausprobieren. Vielleicht kann man einen Dual-Stream machen. Dann kann Heiko coole Sachen machen und ich mache irgendeine Scheiße. Ja. So, kann man das ganz gut aufbauen? Wunderschöner Grundriss. Wir müssen aber für das Fundament noch ein bisschen mehr gucken, ne? Weil ich habe gesehen, das war ja für eure Wüste, deswegen ist der Untergrund relativ sandig. Also müssen wir nochmal ein Layer drunter bauen. Also es sieht aus wie Erde, aber es ist halt sehr sandige Erde, ne? Halt Fresse, das ist alles Leuchtestein. Aber warte, kannst du mal ganz kurz den, warte mal, ich mal ganz kurz den Rahmen von einem anderen Gebäude hinbauen? Was für ein Rahmen? Ja, hier den Rahmen hier. Die Wände. Hast du schon mal Rahmen gegessen? Rahmen? Rahmsoße habe ich mal gegessen. Nein, ein Rahmen. Rama, ja, genau, habe ich auch schon. Hast du nie gegessen? Nee. Gibt's das bei euch nicht? Nee. Ich glaube, bei uns auch nicht. Ja, geht doch. Schreib mal rein, mal, wen es Rahmen gibt. vielleicht gibt es das ja wirklich bei euch. Dann können wir Rahmen essen gehen. Habe ich auch noch nie gemacht. Warte mal, vielleicht machen wir das Ganze mal ein bisschen anders. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen parallel zu dem anderen Gebäude machen. Sollen wir das denn einfach in dem Gebäude mit anschließen? Wie, jetzt bauen wir Neues? Naja, schließen wir hier an, oder? Wo? Hier an den? Und wie? Überlege ich mir noch. Warte. So, kleine Planänderung. Hier fand ich es nicht so gut, weil wir das hätten irgendwie mit dem Gebäude verbinden müssen. Und da hatte ich keine coole Idee im Kopf. Und der Heiko kam auf die Idee, das einfach hier drüber zu setzen. Und die Idee fand ich sehr, sehr gut. So, kannst du unten den Ausgang setzen und die ganzen Maschinen wieder verbinden? That would be pretty nice. Aber natürlich. Und dann mache ich hier drauf mal den Plutonium-Reaktor, beziehungsweise den... Unten geht kein Output, Peter. Unten geht der nicht? Nein. Geht nur an Seite? Oh, doch geht. Man macht sich mit Shift-Rechtsklick oder mit Rechtsklick. Ah, nice. Habe ich nur wegen dir getestet. Ausgezeichnet. Mal gucken. Oh, aber Peter. Ja, bitte. Wir brauchen ein Relais. Oh, ein Relais? Habe ich kein Relais mehr? Nee, habe ich nicht. Aber wir können nicht von Capacitor direkt woanders hin. Oh. Oder kann man da Kabel reindrücken? Er will da Kabel reindrücken. Der Wahnsinn, Alter. Wo machen wir dann das Relais hin? Gute Frage. Sollen wir den dann ein bisschen höher setzen? Ja. Warte.
Oder wir setzen ihn. Oder wir machen das René einfach daneben. Hier so. Okay. Macht, glaube ich, Sinn. Idee. Ach, warte, ich auch. Was war deine Idee? Einfach dieses Traded Wood Planks zu nehmen. Ja. Und das da dran zu machen. Und da dran das Relais. Okay, war nicht meine Idee, aber ist auch okay. Was hattest du für eine Idee? Ein Relais in die Mitte und 8 Gepässe oder Banks außenrum, die alle auf das Relais gehen. Na! Das mag ich nicht! Alle! So, warte, wir brauchen jetzt aber noch Kabel. More extreme. Ab geht's! Conduit! So, in der Mitte kommt immer so ein Strang hier. Wie gesagt, das ist so die After-Humans-Variante. Wir machen erstmal 4 hoch. Wir gucken mal, ob da wirklich alles mit läuft. Und auf der einen Seite kommen jetzt Plutoniumblöcke. Und das muss quasi eine heiße Quelle sein und eine kalte Quelle. Und auf der anderen Seite kommt Packed Ice. Packed Ice. Lol, ich habe nur noch 10. Ich craft. Oh lol. Warum wurde direkt was nachgecraftet? Oh cool, schön. Das gefällt mir. So, eine heiße, eine kalte Quelle. Pyrotheum können wir theoretisch auch nehmen, aber ist nur eine F besser als dieser Plutoniumblock. Also absolut uneffizient. Warte mal, ich brauche noch ein paar, wie heißen die Dinger? Thermalgeneratoren. Okay. 16 Stück. Start. Okay, jetzt gib mir das auf den Sack. Was? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Achso, machst du endlich das Kabel mal länger. Jetzt soll das Gebäude fast fertig haben, weißt du? Ja, vielleicht bauen wir irgendwann nochmal was da dran. Warum hat er denn nur 2 gebaut? Stimmt, wir bauen da bestimmt noch was dran. Warum hat er nur 2 gebaut? Thermalgeneratoren? Ja. Oh, oh. Soll ich mal nachgucken, Peter? Ja, guck mal, ich habe jetzt 2-mal so viele bestellt. Ah, jetzt baut er langsam neue. Ah, okay, jetzt kommt's langsam. Er muss halt voll viel craften. Ja, voll viel. Was denn, Alter? Was denn immer? 102 Kabel! Ui, ehrlich? Nein. Ja, mal 3, weil du 3-mal bestellt hast. Jetzt schon. Ja, dann beeilt er sich wenigstens mal. Stimmt. Und nächste Folge können wir dann endlich den die Energy-Übersicht machen. Das wird cool auf jeden Fall. Freue mich schon drauf, weil ich das mit dem Energy-Monitor noch nie gemacht habe. Jetzt habe ich genug. Aber egal, mach trotzdem noch ein paar. Klar, reichen die auch nicht. Oh, wir haben Energie. Na, hier wieder nicht. Oh, da geht noch. Ich hoffe, die gehen so. Mehr. Fällt mir gerade mal ein. Die haben jetzt oben nur den Output, aber normalerweise. Das bis gerade ging es noch. Ah, hör an. Macht was. Cool. Wie viel Energie macht er denn? Hier ist voll. Voll. Glotches sind auch alle voll. Refinery. Der Generator ist auch gerade wieder angeschlossen. Ist voll. Ne? Ah, ne, der muss ab. Muss er? Ja, der muss ab. Diese mal Sachen lassen wir rausleiten. Ah. Das Haus ist autonom. Okay. Dann hoffen wir, dass das genug Energie bringt. Warte mal. 16.000? Nein. Geht leer. Wer geht leer? Reicht nicht. Geht leer. Wer geht leer? Er. Wer? Hier. Der Capacitor geht leer. Alle. Oh, auch alle. Alle. Lassen wir mal einen an den hier ranballern. Nein, mach den ab. Voll. Haku. Mach einfach. Okay. Mach den ab, bitte. Alle. Pass auf, das Geile ist bei diesen Generatoren. Pass auf. Look at this, man. Look at this. Kann man nämlich so erweitern. Und zwar... Dann wird es ein richtig dicker Block. Ja, ist geil, oder? Me like. Warte, 14 davon. Packed Ice haben wir noch. Plutonium habe ich auch noch. Sehr gut. Ne, weil dann brauchst du quasi für die nächste Reihe, brauchst du ja wirklich nur noch, ne? Guck. Cool, oder? Alter, double efficient. Bis wir hoffentlich genug haben. Und? Nein. Immer noch nicht? Nein, nein. Okay, warte, einen kann ich noch. Wir können einfach ein Solarpanel auf das Dach. Nein! Ich meine, klar könnten wir das machen, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Das Haus muss... 500.000 F plus. Genau.
Das Haus muss von Black, wie heißt das hier? Immersive Engineering komplett versorgt werden, mein Freund. Okay. Das ist quasi das Geheimnis des Erfolgs von Immersive. Kann ich jetzt hier mal bauen, Alter? Ja, aber ihm fehlt echt nicht mehr viel, also... Vielleicht eine Reihe noch? Eine noch? Ein Block noch? Ja, wirklich nur noch eine Reihe, dann hat er genug. Wie viel fehlt denn noch? Komm, sag mal. Sag mal eine Zahl. Ich weiß sie nicht, aber er hält sich nur ganz knapp drüber. Also, ihm fehlen vielleicht 50 F oder so, oder 100. Echt? Das sind nur drei? Wir bauen einfach mal alle. Oder bauen mal drei, mal gucken, ob das reicht. Nee, bau alle. Sonst müssen wir das Kabel darunter legen, ohne welche hinzubauen. Das sieht nicht schön aus. Okay, warte. Ja, ich habe momentan nicht mehr. Die sind noch am Craften. Oh, warte, das sind zwei? Das sind zwei gerade. Wobei, okay, jetzt geht erst noch einer. Warte, jetzt gehen zwei. Genau. Das sind 60 F. Das reicht noch nicht. Okay, warte. 60 F. 90. 120. 90? 150. Nein, nein. 180, 210, 240. Stopp. Nein. 270, 300. Nein. Echt nicht? Alle. Weißt du, was das hier für ein Block wird, Alter? Der sieht ja voll hässlich aus, Leine. Quatsch, hier oben haben wir noch genug. Warte, doch, er geht... Also er geht hoch, aber ganz, ganz, ganz langsam und bezaglich, behütlich. Ja, warte, zwei Platz haben wir noch. Eins. Das ist viel, nicht mehr zwei. Viel. Das ist nur so ein Tropfen und jetzt. Dann... Tropfen drin. Hier geht hoch. Ja, geht hoch. Der geht hoch. Nee, er füllt sich nicht. Er geht immer wieder hoch und dann wieder runter. Ah. Aber vielleicht reicht das ja. Aber dann muss voll sein. Obwohl die Refinery macht gerade auch nichts, ne? Macht nichts? Ja gut, weil er keinen Biodiesel verbraucht. Ja, genau. Oh, dann aber bestimmt viel zu wenig, wenn die auch was braucht. Ja eben, das meine ich. Ich glaube, dieser Block muss noch viel dicker werden. Daumen hoch für eine Reihe, pro Daumen eine Reihe mehr. Also wenn wir zwei Daumen hoch haben, dann kommen hier nochmal zwei Reihen dran. Also auf jeden Fall wird es noch interessant und das wird natürlich auch noch schön versteckt. Soll natürlich nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Da kommt noch ein Dach drauf. Also haut rein, bis zum nächsten Part und das Haus wird... Daumen hoch. Autonom. Tschüss. Tschüss.